Prälat Pschytarski, erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum neuen Diözesanadministrator des Erzbistums Berlin. Mit dem Weggang von Kardinal Wölki übernehmen Sie nun eine Großbaustelle. Die Straßen in Berlin sind quasi aufgerissen, im Bild gesprochen. Und nun müssen Sie zusehen, dass Sie die Straßen wieder schön pflastern. Wie stehen Sie dieser Herausforderung gegenüber? Na gut, ich bin gespannt, ob das alles in dieser Zeit gelingen wird, diese Straßen. Gut, man wird nicht alle zubauen können. Ich glaube, ich hoffe, dass meine Amtszeit nicht so lange dauert. Und das ist dann auch ganz klar, dass ich nicht alle Prozesse zu Ende führen kann, zumal ich ja keine grundlegenden Entscheidungen treffen darf als Administrator. Ich kann nur dafür sorgen, dass es weitergeht. Und das sehe ich jetzt als meine Aufgabe an. Bei den ein oder anderen Projekten, ich sage nur Hedwigskathedrale oder auch Zusammenlegungen zu den aus 100 Gemeinden werden 30 Großpfarreien. Das sind nun wirklich große Projekte und da ist auch viel Kritik geäußert worden. Wie würden Sie sich selbst einschätzen? Wie gehen Sie mit Kritik um? Na gut, ich war bisher Generalvikar, da ist man Kritik, weiß Gott, gewohnt. Ich finde sie gut und richtig, wenn sie sachlich ist. Wenn sie persönlich wird, dann wird es unangenehm. Das ist dann natürlich auch für mich schon etwas schwieriger, damit umzugehen. Aber grundsätzlich hat ja jeder das Recht, seine Meinung zu haben und die auch zu äußern. Und natürlich können wir auch mal falsch liegen. Dann ist es ja gut, wenn uns das jemand sagt. Was wünschen Sie sich für einen neuen Erzbischof? Ja, er muss sozusagen nach innen und nach außen dafür sorgen, dass der Glaube lebendig bleibt, dass die Menschen ihren Glauben leben können und gut leben können. Nach innen muss er dafür sorgen, dass auch, sagen wir mal, so auseinanderlaufende Tendenzen irgendwie zusammenbleiben. Und nach außen muss er natürlich gerade bei uns in der deutschen Hauptstadt dafür sorgen, dass wir auch wahrgenommen, dass wir auch gehört werden, dass wir als Akteur in der Gesellschaft auch eine Rolle spielen. Damit sprechen Sie auch die politische Rolle des Berliner Erzbischofs an. Wie sind denn Ihre persönlichen politischen Beziehungen? Die müssen Sie ja jetzt auch erstmal in den nächsten Wochen auch vertretungsweise übernehmen. Ja, das ist für mich nicht so ganz schwierig, weil ich vorher Leiter des katholischen Büros war. Zumindest was so die Landesebene in Berlin und in Brandenburg betrifft, sind mir die handelnden Akteure durchaus vertraut. Auf Bundesebene natürlich nicht so. Das ist aber auch nicht sozusagen die erste Ebene, die ich zu bespielen habe. Da ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz eher derjenige, der sich hier äußert. Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen alles Gute. Das ist lieb, vielen Dank.